Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir im Deku-Baum hier wieder einen Phantom-Ganon besiegt und dadurch auch den wunderschönen Nebel um den Wald jetzt hat gelöst, da der Phantom-Ganon anscheinend den Baum, den Deku-Baum irgendwie mit Miasma verseucht hat und dadurch dieser schwarze Nebel entstanden ist. Das haben wir jetzt gemacht, gelöst und jetzt hat bauen wir uns ein bisschen noch im Dorf um, bevor wir uns dann um die Kroxe kümmern, was hier relativ wenig sind. Aber es gibt hier auch einen Haufen Abgründe. Und unterhalb hier ist irgendwo eine Arena. Das weiß ich, weil im Untergrund unter dem Schloss, irgendwo hier soll die Krogmaske sein. Aber naja, jetzt kümmern wir uns erstmal um die letzten Schreine hier. Hinweis von Markus, der Baum ist was Besonderes. Ich habe es so eingerichtet, dass man den Wald verlässt, wenn man ihn seinem Mund steigt. Okay, Bro, what the fuck? Apropos, wir haben immer noch den Kack offen, oder? Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben auch letzte Folge mit dem Deku-Baum geredet. Und das Master Sword befindet sich in der Luft. Das bewegt sich aber. Und wir wissen noch nicht genau, was da los ist. Was ich mir vorstellen kann, ist... Moment, wo haben wir es hier? Es bewegt sich und wir haben bis jetzt eine Sache gesehen, die im dem Breath of the Wild nicht dabei war. Moment. Ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist. Der Weißdrache. Die Verkörperung von Reinheit nahm die Gestalt eines Drachen an und ist hoch am Oben des, vom Himmel zu Hause. Sein Namen verdankt das göttlich anmunternde Geschöpf mit der goldenen Mähne seinem makellos weißen Körper, da es das Licht wunderschön reflektiert. So mancher wird beim Anblick der sanft dahergelandete Kreatur ganz nostalgisch. Ich kann mir vorstellen, dass das unser liebes Master Sword trägt. Weil das ist neu hier in dem Game. So, jetzt muss ich halt echt gucken, was zum Geil geht hier ab. Bitte sag nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Denn ich wollte die Sachen hier im Wald noch erledigen. Na, oder? Du willst mich doch verarschen. Ey, komm. Okay, dann wissen wir wenigstens, dass der uns zurück an den Anfang bringt. Aber da will ich ja nicht hin. Na, scheiß drauf, ich will wissen, was passiert, wenn ich jetzt da vorne starte. Okay. Entweder ich teleportiere mich jetzt hinter. Ah, wir teleportieren uns einfach. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, wo sind jetzt diese drecksanderen zwei Bandschreine noch? In der Richtung waren wir schon. Nee, in die Richtung nicht. Hier war man noch nicht. Ich war eine Weile nicht da, also sollte ich vielleicht mal hin. Nur um nach dem Rechten zu sehen. Wohin? Na, zu einem ganz besonderen Ort. Den darf nur Markus betreten, sonst keiner. Da gibt es mitten im Wald ein leuchtendes... Es gibt mitten im Wald eine Lichtung. Und mitten auf der Lichtung ist ein grüner Wirbel. Außerdem kann man von dort aus eine Insel am Himmel sehen. Deshalb ist das Markus' Lieblingsort. Oh, aber der Ort ist von verlorenem Nebel eingehüllt. Nur Krogs können sich darin bewegen, sonst niemand. Deshalb kann ich dich leider nicht mitnehmen. Aber ich kann dir genau sagen, wo der Ort ist. Zeig mir deine Karte, ja? Da. Von da aus siehst du am Himmel... Von da aus siehst du den Himmel. Die Insel am Himmel. Ob du wohl auch von der Insel aus in den Wald sehen könntest?
Du willst mich doch verarschen, oder? Moment, was? Das ist eine Himmelsinsel. Du willst aber jetzt nicht verlangen, dass ich von hier oben runterspringen muss, hierhin, oder? Wir können hier mal was anderes probieren. Einfach mal hier durch. Ja, Moinsen, Alter, ich komme hier nicht mal weiter. Also muss ich hier tatsächlich von der Himmelsinsel runter. Na, Heilige. Also wir müssen immer noch den dritten Ort finden. Und ich glaube einfach geradeaus. Ich sehe ihn schon. So. Ich folge jetzt einfach mal dem Zeug hier. Warum schlägt mein Sensor hier aus? Hier ist der Weg. Aha. Aha. So hübsch. Er ist so grün, findest du nicht auch? Ich bin ein echter Glückspilz. Gib ihn mir. Wie, du willst meinen Stein? Nix da, den hab ich gefunden. Hm. Ich könnte mir aber vorstellen, ihn dir zu überlassen. Vorausgesetzt, du hilfst mir bei einer kleinen Sache. Na gut. Na, wusste ich's doch. Also schön. Spitz deine Lausche aus. Es geht um Goldäpfel. Ein schöner Stein mag viel, vielleicht Futter für die Seele sein, aber ein grummelnder Bauch lässt sich damit nicht beschäftigen. Bring mir 5 Geldäpfel gegen den Hunger, dann sollst du den wunderschönen Stein haben. Folge einfach der Party und geh einfach weiter. Irgendwann kommst du zu einer großen Moorlandschaft, die Miosumpf genannt wird. Such dort an der Nordseite, da findest du an Bäumen die leckeren Goldäpfel. In letzter Zeit waren da allerdings immer mehr Monster unterwegs. So leicht kann man die Äpfel also nicht pflücken gehen. Außerdem ist das Moor im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos. Wenn er hineinfällt und um den ist geschehen, sei vorsichtig. Ja, hier nimm. Oh, ich hab schon 5. 5 leckere Goldäpfel für mich. Und ein hübscher Stein für dich, wie versprochen. Ach komm, Alter, echt jetzt. So. Alter, das wird so schlimm. Moment. Oder auch nicht. Aber ich muss ja nicht hintergehen, weil ich keine Goldäpfel brauche. Oder gebraucht habe. Zum Sammeln. Also gibt es hier im Wald einen Haufen Goldäpfel. Gut zu wissen. Wer hätte gedacht, wieder ein Segen. So wird wahrscheinlich noch der letzte Schrein ein Segen sein. Mächtiges Sunanium-Schwert. Können wir wieder eine richtig gute Sunanium-Waffe draus machen. Aber jetzt hören wir uns das Segenslicht und dann schauen wir uns noch ein bisschen im Dorf um, um vielleicht weiteres Nebenquests zu machen. So. Und gehen wir zurück zum Wald. Goldäpfel findet man natürlich auch reichlich in Normal Hyrule. Wir können ja trotzdem mal gucken. So, hier. Okay, sehen wir vielleicht hier ein paar Goldäpfel. Wenn wir schon hier sind, können wir uns die 5 Goldäpfel wiederholen.
Ja. Okay, hier wird es dann also abgegangen werden. Ah ja, egal. Die Goldäpfel bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich wollte nur ungefähr wissen, wie es da vorangeht. Bro, Alter. Lass mich in Ruhe. Gut, gehen wir zurück zum Wald. Okay. Gut, dann schauen wir einfach mal im Dekobaum wieder rein. Ob da eine weitere Aufgabe für mich zu erledigen ist, irgendwie. Wir müssen zwar noch einmal hoch auf die fliegenden Inseln, aber... Naja. Den Schrein holen wir uns mal. Bisschen später. So. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Game wieder eine Schwertprüfung irgendwie als DLC geben wird oder so. Je nachdem, wie stark halt das Master Sword ist, nicht? Da in die verlorenen Wälder jetzt alles zur Normalität zurückgekehrt ist, könnte ich auch wieder herkommen. Der Wald der Crocs hat wirklich etwas Beruhigendes. Ach, kennst du vielleicht einen Croc, der Frank Sinus heißt? Nein? Den suche ich nämlich. Frag mich ja, wo er hin ist. Vielleicht versteckt er sich im Mund des Dekobaums. Der Mund befindet sich genau über dem Pilzpfeiler, falls dich interessiert, wie man ins Innere gelangt. Du, ich mach was anderes. Ich guck mal nach oben. Weil auf dem... Aha. Oh, man hat mich entdeckt. Wie bist du hier reingekommen? Worein? Nein, der Mund des Dekobaums natürlich. Genauer gesagt in den Geheimraum, den ich gerade baue. Ich hatte gerade vor, den Raum hübsch zu dekorieren. Da fiel mir auf, dass ich überhaupt nichts Hübsches besitze. Aus 4 Schleichglöckchen, die sanft im Dunkeln leuchten, und 2 hellen Leuchtsamen ließe sich etwas zaubern. Aber keine Leuchtsamen, die man im Laden für Waldrat kaufen kann, sondern 2 richtig große. Ach ja. Damit könnte ich meinen Geheimraum ein unverwechselbares Ambiente verleihen. Ich habe alles. Ui, wirklich, danke. Aber bis es Abend ist, dauert es noch ein Weilchen. Meine Dekoration kommt erst im Dunkeln zur Gerichtszugeltung. Magst du vielleicht noch ein bisschen hier warten? Gerne. Yippie, also lass uns zusammen warten. Juhu, danke, warte kurz. Ich dekoriere nur alles schnell. Wo sind die großen Dinger? Ah, da oben. Tada! Na, wie findest du meinen neuen Geheimraum? Wunderschön, nicht wahr? Vielen, vielen Dank nochmal. Hier, nimm dies als Belohnung. Krogstoff. Eigentlich hatte ich vor, das auf den Boden zu legen, als Teppichersatz. Aber nun sollst du es haben. Dank dir kann ich mir in meinem neuen Geheimraum so richtig schön gemütlich machen. Ach du Kacke, wie komme ich hier wieder raus? Ach du Heilige, wie bist du hier reingekommen? Naja. Gehen wir mal hier durch. Und warum konnte ich nur hier so jetzt hochgehen? Okay. Was willst du denn? Ob alles gut versteckt ist? Perfekt und unauffindbar? Oh, was sehe ich da, wenn das nicht der große Held ist? Hey, ich verrate dir was Tolles. Ich wollte hier eine tolle Schnitzeljagd veranstalten. Alle dürfen mitmachen. Ich verstecke Sachen im Dekobaum. Am liebsten wäre mir, wenn irgendjemand einen Probelauf machen könnte, aber die Crocs hätten da einen zu großen Vorteil. Soll ich mal probieren? Hey, das wäre ja voll klasse. Die Leutchen von hier kann ich nicht so einfach fragen. Das wäre mir eine Riesenhilfe. Die ersten beiden Schätze, die ich versteckt habe, sind eine Waldlanze und ein Waldschwert.
Ihre Verstecke sind beide höher als das Gesicht des Dekobombs gelegen. Versuch mal, es zu finden. Du musst mir beide auf einmal zurückbringen, klar? Einzeln geht nicht. Höher ist der Mund vom Dekobaum. So. So. Gleich auf der anderen Seite. Hier irgendwo. Er gesagt hat, höher als der Mund vom Dekobaum. Ah. Wo kann man denn bitte ein Schild und ein Schwert verstecken? Moment, da ist ja ein Ding. Reitlanze. Nehme ich mit. Reitlanze. Jetzt muss ich irgendeine Waffe fallen lassen. Kacke. So. Den Schild brauche ich noch. Okay, Waldschwert. Sag mal, Moment, ihr wolltet doch das Schild haben und nicht die Lanze. So, einmal das hier. So. Mal noch durch die Dinge hier gucken. Ah, er hat das Waldschwert und die Lanze versteckt. Er ist sehr gut, hab alles. Da ist doch wieder Holz, den ich da schnüffle. Und du grinst auch so verdächtig. Wusste ich doch, du hast meine beiden versteckten Kostbarkeiten auswendig machen kann. Sag, war schwierig? Musstest du kniffeln und tüfteln? Und ob? Sowohl kniffeln als auch tüfteln. Ich verstehe. Dankeschön, werter Held. Du hast mir sehr geholfen. Achso, hier ein kleines Dankeschön. Als Dankeschön darfst du die gefundenen Sachen gleich behalten. Viel Spaß damit. Also es wird Zeit für Runde 2. Als nächstes will ich, dass du einen Waldschild findest, den ich versteckt habe. Diesmal doch tiefer als das Gesicht. Aber nicht auf dem Boden. Und auch nicht im Nabel. So. Bisschen tiefer als Gesicht. Sehe ich ihn da schon? Wo kann er die Schild versteckt haben? Tiefer als das Gesicht, aber nicht im Nabel. So. Nee, auch nicht auf dem Boden. Ah. Gut. Aber wo hat er das Schild hingelegt? Ja, ich weiß schon, dass hier in dem Bandschrein ist, aber den kann ich noch nicht lösen, weil ich da von den Himmelsinseln runterspringen muss dafür. Okay.
So. Hier ist kein... Sehe ich doch richtig hier. Habe ich richtig gesehen. Holy moly, war nicht schlecht versteckt, du. Waldschild, 30er Schild sogar. Ein Schild, das die Crocs für Iliana angefertigt haben. Stärker als er aussieht, da die Crocs genau wissen, welche Holzarten am besten dafür geeignet sind. So, einmal nach oben wieder. Und einmal nach oben. Hier. Dann geben wir das Schild ab. Ja, dieser Ausdruck im Gesicht. Unverkennbar. Ich konnte knospen vor Freude. Du hast auch den Waldschild in seinem Versteck gefunden. Tja, damit ist die Probeschnitzeljagd abgeschlossen. Sag mal, war schwierig? Musstest du Rätsel und raten? Jawohl, beides. Gerätselt sowie gerate, also. Vielleicht sollte ich meine Sachen viel etwas weniger knifflig verstecken. Dann soll man heißen, Herr Dank, Herr Welt. Du hast mir sehr geholfen. Ach ja, fast verschlummert. Hier, ich schenke dir den Waldschild, den du gefunden hast. Und weil ich noch nicht knickrig bin, bekommst du auch gleich noch eine extra Belohnung für deine Hilfe. Hier, bitteschön. Ein Waldbogen. Das hier sollte eigentlich mein großer Preis für die Schnitzeljagd werden, aber wo du schon alles gefunden hast, nimm du den Preis als Dankeschön für deine tollen Dienste. Was große Klasse, Herr Held. Ein Dreifachbogen, wunderbar. So, jetzt such mal wieder in den Mund rein, weil ich habe 4 Zeichen der Bewährung. Genau, Segenslichter meine ich, nicht Zeichen der Bewährung. Wir können uns ein neues Herz holen. So. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haben wir dann jetzt. Oder? Naja. Naja, damit sollten wir jetzt hoffentlich fast alle Quests geschafft haben hier im Wald. Naja, dann gucke ich mal, wie machen wir weiter. Das Einzige, was noch da ist, ist diese schwebende Insel. Dann würde ich sagen, geh mal zu den Ruinen, oder? Ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit den Quests. Genau, Quests. Nee, Crocs. So. Sechs, das sind drei das sind drei Drachen. Gamma. So, so. So, mächtiger Konstruktbogen. Starkes Sonanium-Schwert. Nehmen wir mal statt dem jetzt. Moment, wir müssen hier mal markieren. In diesem Gebiet sind auch nicht so viele Crocs da, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir werden hier eigentlich relativ schnell fertig sein. Aber dafür haben wir hier eine Erinnerung und ist ein bisschen weitläufiger, das Gebiet. Wenn wir das allerdings erledigt haben, muss ich mal, wahrscheinlich gehen wir dann nicht direkt in ein neues Gebiet, sondern kümmern uns erstmal um ein paar Nebenaufgaben, die wir noch in dem Dorf der Soras zu erledigen haben. Und allgemein mal gucken, was wir machen können. So.
Stimmt, ich habe einen Bogen zerbrochen. Lagerkonstruktbogen. Ich bin da, ich wollte gerade zur Seite ausweichen, Alter. Komm, echt jetzt. Komm. Stimmt, da war ja was. Wenn die nämlich angreifen, die Sonanium-Gegner, dann, dann blinkt das Auge kurz rot auf. Moment, das ist ja auch ein Breitschwert. Das ist auch ein Breitschwert. Ah, bleiben wir einfach beim Glassirock. So. So. Easy. 6 Drachen brauchen wir. Um hier eine Belohnung zu kriegen. Aber naja. Okay, das hat schon gereicht. Gamma. Die Gamma-Hörner sind auch nicht schlecht. Gehen wir mal hier hoch. Hier oben scheint ein Krog zu sein. So. So, einmal runter. Hier. Perfekt. Ja. Irgendwo müssen wir 6 Drachen auftauchen. In Gegenwart von 6 Drachen. Oder war das das? Audienz bei den 6 Drachen. In Gegenwart von 6 Drachen frei, ja. Naja, das werden wir schon rausfinden. Okay, hier ist gerade eine Plattform gelandet. Perfekt. Hier ist ein Kroggity Krog-Krog. So. Holla, sorry. Aber wo ist diese 6 Drachen-Geschichte? Irgendwie hier, da ist ein Stein. Naja. Das werden wir bestimmt schon rausfinden. Mit den 6 Drachen. Und hier ist ja direkt schon der Abgrund. Da müssen wir auch hingucken wegen der Krogmaske. Easy. Können wir vielleicht uns jetzt noch mal ein bisschen umgucken im, hier drin? Ob wir irgendwo 6 Drachen finden? Ich hoffe ja. Aber wo? Hier haben wir immer was anderes. Eins haben wir schon entdeckt. Hm. 6 Drachen. Schauen wir einfach mal in die Richtung hier. Und dann muss so eine weiße Plattform sein.
Aber hier ist nichts. Hier ist einfach nur ein Wald. Der nicht mal ein Bossgegner ist oder so. Naja. In Gegenwart von 6 Drachen. Schade, das ist auch nicht. Hier war die für unser Windding. Die Sachen. In Gegenwart von 6 Drachen. So. 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 Wo zum Geier sind diese 6 Drachen? Ich gucke jetzt nur einmal oben rum, aber ich glaube, ich sehe sie nicht. Zum Geier ist das jetzt. Naja. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir anfangen, die Crocs in diesem Gebiet zu sammeln. Und wir fangen mit dem hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.